الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا ثم اما بعد بارك الله فيكم في كومن zum dritten zu der dritten Unterrichtseinheit von heute und zwar das ist 19. Hadith von den 40 Nawawi Hadithen und wir sind bei Hadith Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi. Das Hadith ist sahih, li ghayrihi. Das ist bei At-Tirmidhi und bei Imam Ahmed und bei Al-Hakim. Und es gibt auch eine Überlieferung bei, bei anderen außer At-Tirmidhi. Auf jeden Fall, an Abi Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qal, kuntu khalf al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam yawman. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا von أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه Ich war eines Tages hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hinter ihm auf dem Reittier. Er sagte, O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Wenn du bittest, dann erbitte von Allah. Und wenn du Hilfe suchst, dann such Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu nützen, sie dir nur an etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur an etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Dies berichtet At-Tirmidhi. Und er sagte, das ist Hadith von Hasan und Sahih. In einer anderen Version, nicht bei At-Tirmidhi, in einer anderen Version, nicht bei At-Tirmidhi, bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Lerne Allah im Wohlleben kennen, dann kennt er dich in der Drangsal. Wisse, dass das, was dich verfehlte, dich nicht getroffen haben sollte. Und das, was dich traf, dich nicht verfehlt haben sollte. Und wisse, dass die Hilfe mit der Geduld kommt, die Erlösung mit der Bedrängnis, und mit der Not die Erleichterung. Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist sehr wichtig. Und das wurde bei At-Tirmidhi, bei Imam Ahmed und bei Al-Hakim und auch in Sahih al-Jami' überliefert. Das ist Sahih. Li ghayrihi. Also diese Überlieferung ist Hasan. Und deshalb da aus verschiedenen Hasan Versionen ist das Hadith Sahih. Diese Überlieferung wurde von Ibn Abbas
überliefert. Und viele haben das von ihm übernommen und die haben das weiter überliefert. Radwallahu alayhi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier einem jungen Mann, ein Kind, etwas beigebracht, Jüngling. Deshalb, man sollte auch sein Kind dann sowas beibringen von Anfang an. Dass sie wissen, Allah sieht sie und dass sie Allah anbeten sollen. Und dass sie auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen müssen. Man sollte ihnen das beibringen. Allah sieht euch. Allah ist mit euch. Allah hilft euch. Wenn ihr bittet, dann bittet ihr Allah. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann sucht diese Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so weiter, barakallahu fi. Was bedeutet bewahre Allah? Bewahre Allah in deinem Herzen, indem du weißt, Allah ist der Einzige, der angebetet sein muss. Und du liebst ihn. Du vertraust auf ihn. Bewahre ihn innerlich und äußerlich. Innerlich, indem dein Herz sich ergibt. Indem dein Herz Allah liebt. Und äußerlich, bewahre Allah, indem du keine Sünden begehst. Indem du die Grenzen der Religion einhältst. Indem du deine Pflichten praktizierst. Indem du das machst und tust, was Allah dir befohlen hat. Und das verlässt, was Allah dir verboten hat. Das ist die Bewahrung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Wichtigste davon, barakallahu fikum, ist natürlich erstmal La ilaha illallah. Dann das Gebet und die anderen Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat, subhanahu wa ta'ala. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Also man könnte sagen, fürchte Allah, dann wird Allah dich schützen. Was bedeutet hier aber? Da wird Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen, barakallahu fikum. Das heißt, wer Allah innerlich und äußerlich bewahrt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person schützen, beschützen, helfen und ihn festigen auf dem richtigen Weg. Das ist eins mit einem. Eins, eins. Machst du Gutes, bekommst du Gutes. Bewahrst du Allah, indem du auf Allah vertraust, dann wird er dir helfen. Und dieses Vertrauen ist richtig dann. Liebst du Allah? Folgst du dem Propheten? Dann wird Allah dich lieben. Und dann wird Allah, wenn Allah dich liebt, dann wird Allah von dir annehmen. Dann wird Allah dein Bittgebet annehmen. Dann wird er dir helfen. Und dann wird er dich befestigen. Man sagt ja aber, es wird auch geprüft, natürlich. Wenn Allah dich liebt, dann prüft er dich. Damit du deine Liebe bestätigst und damit du eine bessere Rangstufe bekommst. Und Allah gibt dir keine Prüfung, die du nicht aushalten kannst. Vergiss es. Jeder von uns muss das vergessen. Dass man sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger als wir. Zu uns selbst. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger als wir zu uns selbst. Und als Mutter zu ihrem Kind. Diese Barmherzigkeit, die wir haben unter uns, die ist eins von 100 Teilen, die am letzten Tag für seine Diener sein werden. Deshalb, wenn Allah dich auch prüft, dann prüft er dich, damit du bessere Rangstufe bekommst, damit du dein Iman bestätigst. Ihfadillah. Das heißt, bewahre Allah in dein Vermögen, indem du dein Zakat gibst, kein Haram machst. Dann wird Allah dich bewahren in dein Vermögen, indem er dir mehr gibt und dein Vermögen segnet. Bewahre Allah in deinen Kindern,
indem du deine Kinder gut erziehst, nach dem Islam erziehst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich in diesen Kindern bewahren, indem diese Kinder zu dir gut werden. Bewahre Allah in deine Gesundheit, indem du, weil du gesund bist, das Gute machst, dann wird Allah dir diese Gesundheit weitergeben und so weiter. Bewahre Allah in deinen Augen, dann wirst du, das wird macht nicht haram damit, dann wird Allah dir Gutes geben und so weiter und so fort. Barakallahu fik. Das ist der Sinn, Jazakumullah khairan, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Bewahre Allah, werde dich bewahren, Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dunya-mäßig wirst du bewahrt und religion-mäßig wirst du bewahrt. Deshalb, Subhanallah, Barakallahu fikum, einige von den Salaf-Gelehrten sagen, wenn Malak al-Maut zu jemandem kommt, dann wird zu ihm gesprochen, schau mal, was er in seinem Kopf hat. Der sagt, ich finde in seinem Kopf Koran. Schau mal, was er in seinem Herzen hat. Der sagt, ich finde Siyam. Schau mal, was er in seinen Füßen hat. Der sagt, diese Person hat sich geschützt. Also der hat damit kein Haram begangen. So hat Allah ihn bewahrt. So hat Allah ihn bewahrt. Deshalb, Barakallahu fikum, wir machen immer Bittgebet. Wir sagen, ja, Muqallib al-Qulub, thabbit Quluban ala dinik. O Allah, bewahre mich mit dem Islam, wenn ich gehe, wenn ich sitze und wenn ich was tue. Das sind, Barakallahu fikum, Themen, die wichtig sind. Bewahrst du Allah in deinem Leben, dann wird Allah dich in deinem Leben bewahren, indem du in deinem Leben nichts Schlechtes machst. Bewahrst du Allah in deiner Region, indem du betest und deine Pflichten machst, dann wird Allah dir helfen und er wird dich bewahren in allen Themen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fik. Ihfazillaha tajidhu tujahak oder amamak. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala bewahrst, dann Allah ist vor dir und Allah ist mit dir und Allah hilft dir. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige, der die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einhält und die Pflichten praktiziert, dann egal was er macht, dann wird er immer Rechtleitung von Allah haben. Und er wird eine Lösung für seine Probleme bekommen. Und er wird Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala haben. Weil er den Grund dafür gebracht hat. Allah ist mit ihm. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn wir Allah richtig lieben, dann ist Allah immer mit uns. Weil wenn wir ihn richtig lieben, dann wird er uns auch lieben. Und wenn er uns liebt, dann wird er, subhanahu wa ta'ala, niemals akzeptieren, dass etwas mit seinem Liebling passiert, was er nicht will, subhanahu wa ta'ala. Wenn uns auch Schweres trifft, dann ist das nicht, weil Allah uns nicht liebt. Nein, umgekehrt, weil er uns liebt und er will uns eine bessere Stufe im Paradies geben. Subhanahu wa ta'ala. Deshalb, egal wo du bist, egal mit wem du bist, bewahre Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wirst du ihn immer vor dir finden und mit dir. Iza sa'alta, fas'alillah. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Wenn du fragst, dann frag Allah. Also du sagst nicht, o Prophet, oder o Engel, oder o Verstorbener. Überlegt euch diese Überlieferung, der Prophet s.a.w. bringt das einem Kind bei. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Sag ja Allah, o Allah. Und nicht, was manche tun. Manche sagen, o Allah wegen. Subhanallah. Wer ist besser, Allah oder die Menschen? Sagt natürlich Allah. Wer kann dir geben, Allah oder die Menschen? Man sagt natürlich Allah. Wer kann dir helfen? Wer kann dich schützen? Wer kann dich auch vernichten? Natürlich Allah. Wieso verlässt du dann Allah?
Und willst du andere bitten? Natürlich, das geht in den Themen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Aber wenn jemand mit dir einen Tisch tragen kann, du sagst ihm, ich bitte dich, trag mit mir den Tisch, kein Problem. Aber das geht zum Beispiel nicht, dass du sagst, oh Freund, bring mich ins Paradies. Der kann dich nicht ins Paradies bringen. Oder gib mir Gesundheit, der kann dir das nicht. So, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Und wenn du Hilfe brauchst, dann such die Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. In den Themen, die nur Allah leisten kann. Aber in den anderen Themen, oder in den Themen, die Allah subhanahu wa ta'ala leistet, in den anderen Themen, wenn du Hilfe von einem Menschen brauchst, dann kannst du ihm sagen, hilf mir, kein Problem. Wenn er dir helfen kann, wenn das, also, sage ich jetzt, in seinem Bereich, in seiner Macht ist. Aber sowieso, es passiert nicht, außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala das bestätigt hat. Und damit das, barakallahu fikum, klarer wird. Damit es klarer wird, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist sehr wichtig, wenn die ganze Gemeinschaft sich versammelt und die wollen dir was nutzen oder schaden, die werden das niemals schaffen, außer dass Allah dir das geschrieben hat. Das bedeutet, Glaube an Qadar, richtig. Glaube an die Bestimmung Allahs, richtig. Was er entschieden hat, wird passieren. Und was er nicht entschieden hat, wird niemals passieren. Wenn du richtig bist, dann glaube daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir hilft. Wenn du falsch bist, dann glaube, dass Allah dir nicht hilft. Und wenn du denkst, dass du gut bist, das ist nur Täuschung. Wenn der Muslim diesen Glauben verinnerlicht, wenn die ganze Nation zusammenkommt und die wollen dir Kleines geben, die können nicht, außer dass Allah das will, und umgekehrt, bei Schaden, dann ist der Muslim frei. Und er wird ein schönes Leben führen, weil er eine direkte Beziehung zu seinem Herrn hat. Das ist die Sache, ist alles abgeschlossen. Allah hat alles schon geschrieben. Allah hat alles schon bestimmt. Das heißt nicht, dass Allah uns gezwungen hat, nein. Aber Allah weiß, was wir tun und was wir tun würden. Und was wir etwas tun würden, wenn das nicht geschah, wenn das geschieht, wie das geschehen wird, würde. Deshalb, barakallahu fikum, man muss da mit diesem Hadith leben können. Und man muss wissen, das heißt nicht, dass man die Gründe und die Mittel nicht ausschöpft. Schöpfe die Mittel aus. Und mach, was richtig ist. Und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst wissen, alles ist schon geschrieben von ihm subhanahu wa ta'ala. In der anderen Überlieferung, Ta'arruf ilallahi firracha ya'rifuka fishidda. Was bedeutet Ta'arruf ilallah? Hier sagt er, kennenlernen. Das geht, barakallahu fikum, mehr als das. Das geht nicht um Kenntnis. Das sind die Kenntnisse, die du hast. Wenn du Allah richtig kennst und du hast eine gute Situation, du bist gesund, du hast Zeit, du bist reich, du bist jung, du bist am Leben. Wenn du diese Themen nutzt für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir das vergelten mit Gutem. Wenn du dann eine andere Zeit hast, Beispiel, du warst jung und du hast für Allah subhanahu wa ta'ala gearbeitet, du warst guter Muslim, wenn du alt bist, Allah wird dich bewahren in deinem Alter. Wenn das schwer für dich ist, dann wird er dir helfen. Du warst reich und du hast, weil du Allah kennst, und du weißt, dass man für Allah spendet. Du hast für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Und dann wirst du eines Tages in einer Notsituation brauchen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Das ist versprochen von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen
in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, und er wird, subhanahu wa ta'ala, sein Versprechen, subhanahu wa ta'ala, halten. Deshalb, auch in der anderen, das ist das Gleiche. وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِبْ. Was dich trifft, kann dich nicht verfehlen. Was dich verfehlt, kann dich nicht treffen. Das heißt, das ist alles mit Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles niedergeschrieben. Allah hat dir Verstand gegeben, Herz gegeben. Allah hat uns Koran herabgesandt. Allah hat uns Propheten gesandt. Und du musst für dich selber entscheiden. Aber eins ist Fakt. Nichts passiert, außer mit seinem Willen und mit seiner Entscheidung. Weil der König in seinem Palast nicht akzeptiert, außer was er entscheidet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Und er ist der König von den Königen, subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Herrscher von allen Herrschern, subhanahu wa ta'ala. Er hat entschieden, und das wird passieren, was er entschieden hat. Nochmal, das heißt nicht zwangmäßig, sondern in Themen. Du kannst dich dafür, deshalb wird Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht zur Rechenschaft ziehen. Und in Themen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir die Wahl gegeben. Du kannst wählen, du kannst entscheiden. Was wählst du? Wie entscheidest du? Zeigst du eher Geduld oder verlierst du deine Geduld? Bist du eher gut oder machst du schlecht? Spendest du für Allah subhanahu wa ta'ala oder bist du geizig? Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Vertraust du richtig auf Allah oder nicht? Deshalb die Sahaba radhiyallahu anhum waren so. Wenn einer von ihnen auf sein Pferd war, das ist hoch, Pferd, und sein Peitsche fällt, der hat nicht den Leuten gesagt, bitte gib mir das. Der ist selber runter und der hat das genommen, weil die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut haben. Sie haben alles gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie haben verstanden, nur Allah, nur mit seiner Bestimmung und mit seinem Willen kann uns Schaden treffen, oder kann uns Gutes treffen. Und deshalb haben sie ihr Leben Allah gewidmet. Sie haben ihr Leben Allah geopfert. Sie haben ihr Leben Allah verkauft. Und sie haben was gekauft. Das ist Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Paradies. Sie haben die Leute nicht gefragt. Sie haben die Leute nicht gebeten. Weil sie gewusst haben, Allah ist der Richtige, der wirkt. Subhanahu wa Ta'ala. Und damit, barakallahu fikum, das Klare wird für uns. Du bekommst nicht alles so, wie du willst. Du wirst geprüft in diesem Leben, damit du bessere Rangstufe im Paradies bekommst. Damit Allah subhanahu wa ta'ala dein Iman sieht, ob du richtig Muslim bist, Mu'min bist oder nicht. Und dafür brauchst du Geduld. Dafür brauchst du Geduld. Wenn du den Sieg haben willst oder wenn du geholfen werden möchtest, dann, oder wenn dir geholfen wird, wenn du das willst, dann musst du auch ein bisschen Geduld zeigen. Weil ohne Geduld geht nicht. Du kannst gar nicht tun ohne Geduld. Schau mal, du wirst niemals im Unterricht sitzen, wenn du kein Geduld hast. Du wirst mit deiner Frau niemals bleiben, wenn du kein Geduld hast. Du wirst niemals lernen, wenn du kein Geduld hast. Du brauchst Geduld für alles. Aber nach dieser Geduld kommt die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und subhanallah, wenn man Geduld zeigt und da glaubt man richtig an die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Beste. Wenn du an Bestimmung Allah richtig glaubst und dann zeigst du Geduld, dann sei sicher, du wirst sehr viel bekommen. Und mehr als das ist, dass du zufrieden bist mit dem, was Allah entschieden hat. Und mehr, dass du dankbar bist. Zum Beispiel, es passiert dir etwas Schlechtes. Du zeigst Geduld. Du bittest Allah um Verzeihung, Vergebung. Du bist zufrieden mit dem, was Allah dir gegeben hat. Und du bist dankbar, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir das gemacht hat. Deshalb die Sahaba, radhiyallahu anhum, sie haben sich mehr gefreut auf
die Versuchung und die Prüfung als die Gabe. Überleg dir, du bist krank und du hast Schmerzen, du freust dich mehr, als dass du gesund bist. Subhanallah. Wer kann von uns sowas schaffen heute? Weil die verstanden haben. Die sind richtige Gläubige. Wenn sie krank werden, dann denkt er sofort, aha, an meine Rangstufe im Paradies. Mu'adh ibn Jabal, als er im Sterben lag, der sagt, oh Allah, ich möchte mehr leben. Nicht damit ich esse und Geld habe und Kinder, nein, nein, nein. Damit ich in der Nacht aufstehe und bete und damit ich am Tag faste, damit ich dich mehr anbeten kann. Das ist die Sache, barakallahu fikum. Wallahi, Verständnis des Islam ist sehr wichtig, barakallahu fikum. Und wenn man zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, und wenn man bescheiden ist im Leben, dann hat man das Leben. Du hast das Leben. Zufrieden. Und du zeigst natürlich Geduld. Und du zeigst Geduld, indem du auch weißt, so hat Allah bestimmt. Und ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das wird besser. Insha'Allah. Das wird immer besser. Insha'Allah. Deshalb gibt es diese barakallahu fikum Stufen von Geduld auch in unserer Religion. Deshalb, wenn du Geduld zeigst, dann bekommst du die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und du bekommst den Sieg. Und wenn das eng wird, wenn das schwer für dich wird, dann wird das erleichtert. Die Erleichterung kommt mit Erschwernis. Die Erleichterung kommt nach der Prüfung. Aber wie du in dieser Prüfung bist. Und nach, und wenn das schwer ist, dann sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird das erleichtern. Deshalb haben wir eine Regel im Islam. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. Das heißt, wenn das eng wird, dann wird das breiter oder erleichtert. Und wenn das sehr weit ist, dann wird das enger. Beispiel, damit ihr das versteht. Zum Beispiel, du bist krank. Du bist krank. Du hast schwer, Wudu zu nehmen, weil du krank bist. Dann kannst du auch mit Tayammum beten. Oder eventuell auch ohne Wudu beten, nur mit deinem Kopf kannst du beten, weil du dich nicht bewegen kannst und so weiter. Deshalb, weil die Sache schwer für dich geworden ist, wird erleichtert. Und wenn die Sache, du hast Zeit, 2-3 Stunden zu beten, das ist viel. Aber du sagst später, später, später und du hast jetzt nur noch 15 Minuten, dann musst du schnell beten, weil das enger geworden ist für dich. Und so sieht der Muslim auch sein Leben. Wenn du Erleichterungen hast, dann nutze diese Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala, indem du Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetest. Weil es sein kann, dass die Zeit kommt und du hast keine Zeit mehr und du hast keine Gesundheit mehr, du hast keine Kraft mehr, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Deshalb barakallahu fikum. Immer nach einer schweren Zeit, wenn du Geduld zeigst und an die Bestimmung Allah richtig glaubst und wenn du deinen Weg weitermachst, dann wird die Erleichterung kommen. Aber denk niemals, dass du den Islam annimmst und das ist alles gut und schön. Natürlich, das passiert auch. Aber allgemein, Allah muss dich prüfen. Weil Allah das im Koran sagt. Denkt ihr, dass ihr sagt, wir sind, wir haben den richtigen Iman verinnerlicht und ihr werdet nicht geprüft? Diejenigen auch, die vor euch waren, wurden geprüft. Allah subhanahu wa ta'ala wird immer, barakallahu fikum, prüfen. Und derjenige, der deine Sorgen wegnimmt, ist Allah. Derjenige, der dir hilft, ist Allah. Allah, egal, such Hilfe bei, egal von welchem Arzt. Wenn du hier krank im Herz bist, ich meine nicht jetzt Muskulatur, Gefäß zum Beispiel, Verengung oder sowas, das meine ich nicht. Ich meine jetzt das Herz, mit dem du fühlst, mit dem du denkst und so weiter. Such mal Hilfe bei allen Ärzten. Die werden dir nicht helfen können. Aber such die Hilfe bei Allah. Wallah, dein Herz wird sauber und reiner und er wird ruhiger. So sollte der Muslim sein. Aber wir sind weit von diesen Themen. Ich rede diese Themen und ich frage mich persönlich, jetzt, wenn ich das sage, wie
weit bin ich von diesem, was hier im Hadith ist. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Wie weit bist du von diesen Begriffen oder von diesem Sinn, was hier ist? Wirklich haben wir im Herzen, dass nach der schweren Zeit Erleichterung kommt? Sind wir wirklich Leute, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen? Die mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, zufrieden sind? Sind wir dankbar, wenn wir schwere Zeit haben? Oder wir sind voller Sorge? Deshalb, barakallahu fikum, das Paradies besteht aus Stufen. Und nicht alle Leute sind in Al-Firdaus. Nicht alle Leute werden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Nein, es gibt 100 Stufen. Willst du bessere Stufe haben, dann halte dich an diese Sache. Und das ist sehr schönes Hadith, subhanallah. Bewahre Allah, wird er dich bewahren. Der ist vor dir, der ist mit dir, der hilft dir. Und der schützt dich. Und wenn er etwas entschieden hat, dann kannst du nicht dagegen halten. Aber schöpfe die Möglichkeiten aus. Schöpfe die Mittel aus und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt zum Beispiel, du willst ins Gebet gehen. Du stehst auf, du machst Wudu und du nimmst den Weg in der Moschee. Dann kommst du vor der Moschee, die Straße ist gesperrt und du darfst nicht weiter. Subhanallah, du hast deine Pflicht gemacht. Dann wirst du dafür belohnt. Aber wenn man zu Hause ist und da schläft man oder will man nicht aufstehen, da fragt man, warum kommen Sie nicht zum Gebet? Naja, die Straße war zu. Das stimmt nicht, du lügst dabei. Die Straße war zu, ja, aber du wolltest nicht gehen. Dann hast du das als Ausrede genommen, die Straße war zu. Und so sind die Menschen. Einige, die machen Haram, der macht eine Sünde, sagt, so hat Allah gewollt. Ja, Allah hat alles gewollt. Aber hat Allah dir gesagt, mach Haram? Sag mir, ja, aber Allah hat alles bestimmt. Ja, das stimmt. Aber hat Allah dir gesagt, mach Haram? Hat Allah dir gesagt, sei schlecht? Hat Allah dir gesagt, lüge und betrüge? Sagst du, nein. Allah hat das nicht gesagt. Okay, wer hat das gemacht? Du hast das gemacht. Aber weiß Allah davon? Natürlich muss er wissen, was seine Diener tun, weil er der Schöpfer ist und der Herr ist und der Gott und derjenige, der alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, diese zwei Sätze, und wisse, wenn die Gemeinschaft, alle, schau mal, wir sind 7 Milliarden, wenn diese 7 Milliarden minus deine Person sich versammeln und die wollen dir nur etwas Gutes geben, aber Allah will das nicht. Wallah, die werden das nicht schaffen. Und wenn die dir was Schlechtes tun wollen, wallah, werden sie nicht schaffen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wenn etwas richtig ist, vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und tue das. Und wir müssen unterscheiden zwischen richtig und praktizieren und zwischen dumm werden, voreilig und zwischen, barakallahu fikum, schlechte Entscheidungen. Weil auch Leute, die falsch heute handeln, die denken, dass sie richtig sind. Aber ich rede von richtig, was richtig ist. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.